Zerstöre Spinnweben bei The Authority, Leute. Diese Aufgabe machen wir in diesem Video. Es ist eine Fortnite Season 4, Woche 7 Aufgabe. Wir müssen nach The Authority. The Authority ist hier, ja, bei dieser Location. Geht am besten hier oben rein, ja. Und dann habt ihr auch direkt oben rechts das erste, das ist das erste Spinnweben, ne. Ihr könnt euch dann einfach, wenn es kaputt hacken, dann geht die einfach, guckt nochmal hier, ob da irgendwo Spinnweben sind, geht ihr einfach runter, ja, guckt dann hier weiter, da habt ihr schon das nächste Spinnweben, Leute, einmal wieder kaputt hauen. Ich zeige es euch nochmal, wir sind oben reingegangen, da wo der Hubschrauber landet, ne, wir hatten jetzt hier oben ein Spinnweben, wir sind einfach die Treppen hier runtergegangen durch die erste Tür und hatten hier das zweite Spinnweben. Ganz kurze Unterbrechung für einen wichtigen Hinweis, wie du Skins gewinnen kannst. Ich verlose 64 Fortnite Skins in Fortnite Season 4 in Woche 7, Woche 8, Woche 9 und Woche 10 kannst du jeweils einen von 7 Skins gewinnen. Alles, was du dafür machen musst, ist, schreib einfach deinen Epic Games Namen unten in die Kommentare, und wenn du lieber einen Battle Pass statt eines Skins hättest, schreib doch einfach dazu in die Kommentare, dass du lieber einen Battle Pass gewinnen würdest. Vielen lieben Dank übrigens auch nochmal an den Ehrenmann. Ja, hier guckt ihn euch an, der größte Ehrenmann auf YouTube unter meinen Abonnenten. Phasmus hat letzte Woche einen Skin gewonnen. Phasmus, vielen lieben Dank, dass du meine Videos guckst, likest, kommentierst und ja, meinen Creator-Code eingetragen hast. Bis zum nächsten Mal. Und Leute, hier seht ihr einen Gewinner der letzten Woche. Phasmus, vielen lieben Dank, dass du meinen Creator-Code eingetragen hast. Alle meine Videos guckst, likest und kommentierst. Bester. So Leute, und hier seht ihr den Phasmus, absoluter Ehrenmann. Ich grüße dich. Er hat letzte Woche einen Skin gewonnen. Und ja, so einfach war das. Der Junge guckt, hat immer meine Videos, liked und kommentiert jedes Video und hat Creator-Code WoderTV eingetragen. Absoluter Ehrenmann, größter Supporter hier auf YouTube. Und er kriegt natürlich als Dankeschön einen Skin von mir. So, und jetzt machen wir weiter mit dem Video. So Leute, sind wir wieder zurück. Wir sind da, wo das zweite Spinnweben war. Wir nehmen die Treppe runter. Da sind wir durchgekommen. Wir gehen jetzt hier die Treppe runter. Und hier auf der linken Seite haben wir das nächste Spinnweben. Wir brauchen nur 3 Spinnweben. Ja, wenn du schon alle 3 Spinnweben gefunden hast, dann lass auf jeden Fall schon mal einen Daumen hoch da. Kostenloses Abo und mach die Glocke an, damit du keine Videos mehr verpasst. Und denk dran, Epic Games Namen in die Kommentare reinzuschreiben, wenn du einen Skin gewinnen willst oder einen Battle Pass. Falls die Spinnweben weg sind, weil hier schon irgendwie 3000 andere Leute gelandet sind, zeige ich dir gleich noch ein paar weitere Spinnweben. Wichtiger Hinweis ist aber, mach das Beste am besten in der Gruppenkeile. Da siehst du, wie viele Leute aus deinem Team hier landen. Oder im Teams. Im Team hast du auch den Vorteil, dass die Leute sich verteilen auf der Karte. Da hast du 4 Leute in Salty, 12 Leute in Doom's Domain, 20 Leute in Stark Industries. Das heißt, sind viel, viel weniger Leute bei The Authority, die Aufgaben machen, weil die meisten Leute die Teams spielen, mit Freunden spielen. Und du kennst das ja, wenn du mit deinen Freunden spielst und sagst, ey Leute, ich gehe jetzt mal eben nach The Fortilla Aufgaben machen, sagen die, Digga, bist du komplett behindert, wir suchen uns jetzt einen neuen Freund. So Leute, wir sind da, wo gerade das Spinnennetz kaputt gemacht haben. Auf der anderen Seite findet ihr auch noch ein Spinnennetz, könnt ihr auch gerne noch kaputt kloppen. Ne? Da muss man die ganze Tür kaputt hacken. Geht natürlich dann ein bisschen einfacher, und dann könnt ihr einfach mal runtergehen, weiter gucken. Ihr seht hier in der Ecke ist auch noch ein Spinnennetz. Na, zack. Geh kaputt, du Spinnennetz. Und wenn du noch weitere Spinnennetze gefunden hast, irgendwie einen Tipp hast, wo man vielleicht mehr Spinnennetze findet, kannst du das gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ihr seht, hier sind jetzt gerade irgendwie keine Spinnennetze. Wir gucken auch nochmal hier rein. Nee, hier ist auch nichts. Gucken wir mal noch da rein. Hier ist auch nichts. Hier ist der Ausgang. Und wir gehen noch eine Stufe runter und gucken mal. Ihr seht ja, hier ist alles irgendwie zugepackt, ne? Weil hier irgendwie keiner mehr landet. Früher war das ja super beliebt hier. Und dann kann man echt gucken, ob man noch irgendwo Spinnennetze findet. Hier kommt keine Spinne rein, weil Tür ist zu. Ihr kennt das ja, Tür zu, dann kommt auch keine Spinne rein. Und hier ist irgendwie auch... Ah, guck mal, da oben ist noch ein Spinnennetz. Ein großes, Alter. Hier ist die Mutti-Spinne. Hier wohnt die Mutti-Spinne, ne? Die, boah, Spinnen, boah, Spinnen. Leute, wer Spinnen nicht mag, einfach mal einen Daumen hoch da lassen. Und ihr seht überall, wenn ihr hier ein bisschen sucht, selber findet ihr auch noch Spinnennetze. Hier ist auch noch eins, ne? Und da hinten ist auch noch eins. Guck mal, hier unten ist eigentlich auch eine super Location, um Spinnennetze zu kloppen, ne? Wir waren gerade 2 gegenüber. Guck mal hier nochmal kurz. Ach, guck mal, hier ist auch noch eins. Also hier unten findet ihr eigentlich auch genug Spinnennetze. Wir haben jetzt gerade 3 Spinnennetze ganz unten gefunden, ne? Ich kann euch gleich mal zeigen, wie man hierher kommt. Hier ist, glaube ich, gerade keins, ne? Ihr könnt einfach hier den Eingang nehmen. Ihr seht, da hinten ist Sorti. Hier ist der Eingang. Ja, das ist hier dieser Seiteneingang, der linke, ja? Da einfach reingehen, dann habt ihr auch schon 3 Spinnennetze safe, falls hier wieder alle landen, weil natürlich alle die XP haben wollen, um die Battle Pass Skins freizuschalten. Und hier ist noch eine Truhe. Ja, aber wie gesagt, macht das am besten in der Gruppenkeile. Da ist das Ganze entspannt und geschillt und nicht so stressig wie... Guck mal, hier ist auch noch ein Spinnennetz, ne? Wenn ihr reinkommt hier. Hier ist der große Eingangsbereich. Direkt rechts ist ein Spinnennetz.
Und ja, ich denke mal, das sollte eigentlich reichen, um mit alle von euch die Herausforderungen ganz easy abschließen können. Guckt auf jeden Fall meinen Kanal vorbei. Ich habe auch schon ein Video zu den XP-Münzen online. Von dieser Woche als erster deutscher YouTuber und auch einer der ersten der Welt habe ich das hochgeladen und geleakt, weil ich noch ein echter Leaker bin. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn du ein kostenloses Abo da lässt und die Glocke anmachst. Denkt dran, gibt Skins zu gewinnen, Epic Games Namen reinschreiben. Hier ist auch noch ein Spinnennetz bei der Treppe. Und ich glaube, dann haben wir euch echt alle Spinnennetze hier gefunden. Also viel Spaß diese Woche auch wieder beim Leveln, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.